Seid gegrüßt, meine Lieben. So. Es ist gerade in der Firma nicht ganz so viel zu tun. Also eigentlich gar nichts. Wäre sowieso alleine. Also habe ich mir mal überlegt, da ich sowieso Autos brauche bzw. suche, ich nehme euch mal wieder mit. Dazu fahren wir jetzt in der Nähe von Leipzig zu einem großen Exporthändler. So, ich muss euch bloß festmachen. Ja, da fahren wir jetzt mal hin und schauen mal so, was er da hat. Ja, da war ich selber schon bestimmt ein halbes oder dreiviertel Jahr gar nicht gewesen. Ja, schauen wir einfach mal. Ja, wir haben Mittagszeit. Ich esse jetzt erstmal ein bisschen was. Ja, und dann, ja, hole ich euch wieder raus, wenn wir dann dort sind. Bis gleich. So, meine Lieben, ich habe die Schlüssel. Jetzt gehen wir mal schauen. So, als allererstes haben wir einen Fiesta. Und dann haben wir noch ein C-Max. Aber wenn wir eh immer da sind, können wir auch gleich noch mal nach ein paar anderen gucken. So, ich drehe euch mal. So. Ich glaube, das ist der hier. Aber ich glaube, hier ist die Batterie leer. So, wartet mal. Ja. Vernünftigen Eindruck. Das ist mittlerweile wahrscheinlich bei jedem C-Max, dass das hier so irgendwann hochkommt. Bei den letzten C-Max, das war ein 1,8er Sport, da kam das auch hier so hoch. Ich weiß nicht, ob das ab Berg ist oder nicht. So, das Fach hier, das kommt auch schon hoch. Ja. Sitzheizung. Sein. Ja, Batterie ist leer. Armlehne. Das soll, oh, ich glaube, irgendwas um die 100.000 soll der runter haben. Ja, Brandloch. So, Lichtautomatik hat er. Kein Tempomat. Lenkrad sieht gut aus. Oh. Und mal von draußen weiter an. Ja, viermal elektrische Fenster hinaus. Gut. So, hier hinten wird jetzt bestimmt. Ah, ist auch offen. Beim C-Max finde ich eigentlich immer das geil. Das ist echt was Cooles, muss ich ganz ehrlich sagen. Wartet mal. So, ich habe mal den Winkel besser eingestellt, dass ihr mehr seht. Ja, sieht eigentlich ganz cool aus. Aber der Preis ist natürlich auch sehr stolz. Steht schon seit einer Weile. Das geht natürlich nicht auf. So. Jetzt muss ich mal Zeug wegstellen. So, Sonnenbrille kann aufbleiben. Ja, mit guten Hosen. Und das geht erstmal in die Knie. Ja. Bremse. Bremse. Sieht aus, wenn sie gemacht werden müsste.
So, gucken wir gleich mal vorne. Och, Kante. So, gucken wir mal hier. Gucken, was wir erkennen. Hier muss ich mir auf jeden Fall nachher mal einen Booster holen. So, wartet mal ganz kurz. So, Motorraum. Der ist natürlich komplett kalt. Aber Motorraum sieht so auf den ersten Blick ganz okay aus. Der Riemen sieht auch noch gut aus. Kühlwasser ist auf Max. Die Halterung da unten, die ist auch noch dran. Ich zeig mal drauf. Diese Halterung dort vom Auspuff, die gammelt gern mal weg. Aber die sieht gut aus. So, dasselbe Trauerspiel mit der Bremse. Hier beginnt ganz leicht der Rost. Ganz leicht. Die hintere Bremse könnte man eventuell noch mal frei bremsen. Aber die vorne, die sah echt beschissen aus. Wieder mit der guten Hose hinten direkt. So, jetzt leuchten wir mal hier Licht runter. Also rostmäßig sieht er ganz gut aus. Also rostmäßig sieht er echt unten drunter gut aus. Ja, auch Innenraum. Er macht echt einen vernünftigen Eindruck. Der macht einen guten Eindruck hier. Hier werde ich mir auf jeden Fall nachher mal einen Booster holen. Und werde den mal starten. So. Okay, suchen wir uns mal das nächste Fahrzeug, was wir noch so auf der Liste hatten. Motorhaube lasse ich gleich mal offen. Focus MK1. Ich glaube, der steht schon lange hier. Reifen ist außen abgefahren. Radio fehlt, Schaltsack ist abgegriffen, das Auto sieht aus wie Sau, so dreckig wie die Sau. Ihr könnt es jetzt nicht so gut sehen durch die Scheibe, aber ich kann es ganz gut sehen. Ja, das ist schon... Der Kofferraum ist auch dreckig. Ja, aber der ist zu teuer. Ich glaube, für den wollen sie 1,7 haben. Das kann ich für einen MK1 nicht mehr bezahlen. So. Als nächstes hatten wir einen Ford Fiesta. Den gehen wir jetzt mal fix suchen. Alter Falter. Ich weiß nicht, wem das gefällt.
so Farbe abgeschliffen und einfach so Rostpatina drauf ohne Ende. So. Ah, denselben habe ich gerade noch rumstehen. Das meiner sieht nicht ganz so beschissen aus wie der hier. Hm. Da hat einer mal das Spraydose lackiert. Alter Falter. So. Haben wir noch einen Focus? Ich glaube, einer von den MK1 war ein Diesel. Ja, Diesel. Macht für mich gar keinen Sinn, Diesel zu kaufen. Audi, schönes Auto, aber... bringt keine Kohle. So, noch ein MK1. Ich habe doch nur zwei online gefunden gehabt. Scheint aber auch ein Benziner zu sein. Alter. Das war schon was Geiles hier. Alter, wenn du mit den Schlappen auf der Autobahn unterwegs bist. Ja. Tank einfüllstutzen. Krass, Alter. Wenn du den Besitzer nicht leiden kannst, den machst du hier einfach. Den schüttest du einfach ein bisschen Zucker oder Salz da rein. Schon cool, das Ding. Schaut euch mal die Sitze an. Beete vollkommen eingerissen. Und das Ding kommt auch nicht aus Deutschland. Also wenn ich da auf die Sticker gucke, die da sind, diese gelben, das sieht mir sehr nach norwegisch oder so schwedisch, irgend sowas sieht mir das aus. Okay. Ja, kann man auch machen, dass man das Ding einfach mal so hängen lässt. So, der Fiesta. Das wäre natürlich auch mal was Feines, ey. Den würde ich aber nicht zum Verkauf nehmen, sondern den würde ich selber fahren. Das ist schon geil, sowas. Die riesen Armlehne, Alter. Das ist schon geil. So ein schöner Raptor. Guckt euch mal an, wie fett das Rad ist, Leute. Mal wie fett das ist. Ich lege mal meine Hand hier drauf, dass ihr es sehen könnt. Auch cool. Hier kommst du überall relativ gut ran. Aber wenn ich so einen haben würde, würde ich definitiv den Rahmen mit Seilfett behandeln. Na, schaut mal da, da beginnt schon der Rost. Da oben, da. Das müsste man mal alles behandeln. Auch möchte nicht wissen, was die für den Prügel noch haben wollen an Geld. Krass. So. Der Fiesta ist das nicht.
Wo muss doch hier dieser Fiesta stehen? Ach, da steht er. Reifen sind scheiße. Trommelbremse hinten, da kann ich nicht viel erkennen. Uiuiui. Guckt euch mal die Bremse an, Leute. Ich will nicht, könnt ihr es sehen. Da ist nichts mehr mit Freibremsen. So, mal gucken. Hier hängt voll die fette Spinnwebe. Aber Sitz ist hier kaputt, Sitz ist da kaputt. Über den Sitz dort sprechen wir ja auch nicht erst, der ist direkt wie die Hulle. Uiuiui. Aber wir starten den Bruder mal. Alter, ist das heute warm. Okay. Batterie ist abgefuckt schwach. Der Sitz ist komplett durch hier. Der Sitz ist komplett durch. Nee, da wird's nicht. Schon wenn ich sehe, wie das Lenkrad aussieht. Nee. Also den hier können wir definitiv aus der Liste rausnehmen. So. Dann gehe ich nochmal hoch und werde mal mir einen Booster holen. Und soll ich euch mal noch was zeigen? Seht ihr diesen Mondeo da drüben? Das ist bestimmt nur ein Jahreswagen. Ich zoome mal ran, schaut mal aufs Kennzeichen. Italien. Italienisches Kennzeichen. Aber das ist nicht für hier bestimmt, bestimmt. Da stellt sich der Händler bestimmt drüben auf seinen guten Platz. So, also ich gehe mir jetzt den Booster holen für den C-Max. So, meine Lieben, das Auto läuft jetzt. Keycode ist jetzt normal, ist ja komplett leer. Aber eine große Probefahrt kann ich auch nicht machen. Jetzt kommt hier Störung der Servolenkung. Das hat bestimmt was damit zu tun, weil die Batterie völlig leer war. Aber kein Rasseln in der Steuerkette, nichts. Und der ist schon seit ein paar Tagen aus. So, das funzt. Das funzt. Das hinten auch. Und da sieht man, ab Berg abgedunkelt. Schaut mal links und schaut mal rechts. Da habt ihr einen Unterschied. Haut auch hin. So. Wollen wir mal schauen, ob der Klima geht. Bing. Die kam sofort. Die haut auch hin. Tipptopp. So, Sitzheizung. Beheizbare Front- und Heckscheibe. Ja, das ist ein schönes Familienauto eigentlich. Das hier ist ein bisschen eingerissen. Ja, das passiert eben. Ist ja kein Neuwagen. So. Und jetzt fahren wir mal
Erst einmal mache ich hier ein Gurtdings rein, sonst piepert es gleich. So, AUX-Anschluss hat er auch. Das ist hier ein bisschen hässlich, aber das kriegt man auch wieder befestigt. Oh ja, bei mir wird es warm am Hintern. Ich muss echt ein bisschen auf dem Gas bleiben, weil sonst das Auto ausgeht. So, Sitzheizung, Beifahrer geht auch. Das haut auch hin. So, fahren wir einfach mal ein Stück vor. Das war mal die Kupplung. Kupplung ist noch okay. So. Störung der Servolenkung. ABS ging gerade an. Aber da vermute ich wirklich nur, dass es wegen der Lärmbatterie ist. Die Bremse ist eigentlich noch gut, dafür, dass es so angerostet ist. Aber wir wollen ja was finden, dass wir einen Preis drücken können. Schaut euch mal diesen Kavenzmann dort an, ey. Krass. Sowas würde ich gerne mal fahren. Guck mal, hier steht's nächste. Alter. Da, das meine ich. Es geht aber auch sofort alles wieder aus. Oh, PDC. Geht's ja auch. Testen wir gleich mal. Nee. Die geht nicht. Und das mit der Störung der Servolenkung kommt jetzt immer mehr. Sie sehen? Genau dort. Das hat bestimmt was mit der Batterie zu tun. Oh ja, schaut mal jetzt es an. Ja, das liegt bestimmt an der Batterie. So. So. Ich ziehe mir mal ganz kurz ein paar Handschuhe an. So, weiter geht's. Ja, auch die Bremse hier, die wird wieder freier. So. Das schaut noch gut aus. Praktisch, so ein Telefon mit dabei zu haben, weil da sieht man nämlich schön, was hier auch hinterm Reifen ist. Alles klar. So, Querlenkerlager da unten sehen auch noch gut aus. Wie sieht das da aus? Antriebswellenmanschette ist nicht gerissen. Bremsschlauch sieht auch gut aus. Andere Seite. So. Sporstangkopf, wo hier meine Hand gerade ist, der ist noch okay, der sieht gut aus. Koppelstange ist noch okay. ABS-Sensor ist gut. Ich habe auch nichts klappern hören. Die Reifen, die gehen noch. Die sind nicht hart oder so. Ja. So, jetzt lege ich mich hier schön in den Dreck. Ja.
Halterung, die ist noch okay. Da ist Hitzeschutzblech locker. Das kriegt man aber ganz easy wieder befestigt. So, Auspuff sieht ganz okay. Da bräuchte ein bisschen Unterbodenschutz definitiv. Aber macht einen ganz passablen Eindruck alles. Ja. Also das ist keine abgeranzte Scheißkarre, wirklich. Aber der Preis ist halt für mich als Händler ist stolz. Und das Lustige ist, obwohl der Preis stolz ist für das Auto, wird dieses Auto nicht an Private verkauft, weil die verkaufen alles nur an Händler. So, ich stehe mal wieder auf. So, hier haben wir nämlich auch mal ein bisschen Platz, um sich ordentlich drunter zu legen. Ja. So, testen wir jetzt nochmal. Ja. Wie gesagt, ich glaube, das gibt sich, sobald da eine volle Batterie wieder drin ist. Ja. Machen wir nochmal eine kleine Runde. Wie gesagt, das Gelände ist schön groß hier. Hier kann man schön fahren. Bremsen tut er echt gut. So, hier haben wir so einen Poller, also so ein Streifen. Nichts nada zu hören. So mag ich das. Okay. Das Auto ist nicht schlecht. Ist natürlich kein Neuwagen, ist klar. Aber der ist nicht schlecht. So ein paar Kleinigkeiten, die gibt's, die man machen müsste. Aber sieht eigentlich alles ganz gut aus. Schaut mal, der Amarok, der da hat ein spanisches Kennzeichen dran. Ah, hier landen auch Autos aus komplett Europa. Ja, also den C-Max hier, den könnten wir kaufen, weil das ist ein gutes Familienauto und mit ein paar Kleinigkeiten, Bremse und so, das ist alles Kleinigkeit für mich, Ölwechsel, Durchsicht, denn die Lederarmaturen hier, das und das unten von der Anbremse, das machen, ist auch keine große Sache. Ist natürlich kein Neuwagen, ist auch klar. Die PDC hinten funzt nicht. Was mich aber jetzt auch nicht so stört, weil das sind alles Dinge, die man machen könnte. So. Schaut mal hier auch. Hier blinkert's. Ich werde mit euch dieses Blinkern hat irgendwas zu sagen. Ja, aber um das jetzt zu testen, ob es einfach nur ein PDC-Sensor ist, der ihn weg hat, müsste die Batterienstücke voller sein, weil da gibt es einen Trick. Du machst Zündung an, gehst in den Rückwärtsgang, ja, so dass das System aktiviert ist. Und wenn du dann ganz nah mit dem Ohr rangehst, kannst du da wie so ein kleines Tackern von den Sensoren hören. Und wenn da irgendwo einer einen weg hat, dann kannst du das hören, indem der dann nichts mehr macht.
Wenn aber jetzt natürlich der komplette Kabelstrang einen weg hat, dann ist scheiße. Und wie gesagt, in der Regel, ich habe es letztens bei der anderen C-Max schon gesagt, in der Regel funktioniert das bei keinem C-Max, den ich hatte, die PDC. Hat überall nicht funktioniert. Aber bei den silbernen letzten mit dem Sportpaket hat es 1A funktioniert. Ja, so. Die Klimafunst. Oh, die kühlt sogar richtig gut. Die kühlt richtig gut. Ja, schaut mal, ich bin schon wieder dreckig. Das ist halt so, wenn man sich in den Dreck legt. Alles klar. So, ich mach mal aus. Gucken, ob er wieder anhuppen würde. Nee. Zu schwach. Alles klar. Ich gehe jetzt hoch, verhandel mal und ihr werdet ja gleich hören, gekauft oder nicht. So, meine Lieben. Leider war es so, dass wir uns preislich nicht einigen konnten. Weil ich habe eher so eine 4.0, maximal 4.2. Dann habe ich noch mein Angebot auf 4.4 erhöht, aber da kam er nicht hin. Er ist ja bloß Angestellter. Deswegen kriegt er das preislich noch nie hin. Eine 4.6 könnte er machen. Also wir haben noch eine Differenz von 200 Euro. Aber ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich nichts zu teuer einkaufe. Aufgrund von neue Batterie, Bremse, die PDC hinten. Ich muss ihn sauber machen, ich muss ihn online stellen, ich muss Gewährleistung drauf geben. Service muss auch gemacht werden. Das Gute ist, er hat eine Steuerkette, kein Zahnriemen. Das fällt schon mal weg. Ja. Haut mal in die Kommentare, was ihr machen würdet an meiner Stelle. Haut's einfach mal in die Kommentare. Ich danke euch fürs Sehen. Und hat's euch gefallen, dann freue ich mich über ein Abo von euch. Danke. Ciao.